Logbucheintrag, Captain Kirk. Logbucheintrag Nummer 11, Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Situation des Außenteams könnte nicht schlimmer sein. Der Smashfist sitzt immer noch in den unterirdischen Höhlen fest und verteidigt sich gegen eine unschiere Anzahl von insektenartigen Aliens, während unser Forcer in das Gebiet dieser Aliens vorgedrungen ist, schwer verwundet. Beten wir für ihn zu den Sternen. Okay. Ich sehe es halt schon kommen. Ein einziger Schuss. Und ich bin tot. Außer ich mache genau sowas. Oh. Ja. Load last is safe. Ich kann es vergessen so. Ich muss den vorletzten Save laden. Ich habe hier auch nirgends eine Heilkugel, oder? Die beiden stehen darum. Da ist nichts. Da ist nur die Rune. Mist. Jetzt haben mich die da unten gesehen, aber ich habe die Heilkugel gefunden. Wenn ich einfach nur wüsste, dass meine Granate genug Wumms hätte, würde ich die beiden einfach runtersprengen. Aber die Granate hat ja nicht so viel Wumms, wie ich es gerne hätte. Genau, damit schleudere ich sie nur. Irgendwo hin. Aber nicht dahin, wo ich gerne hätte. Nee. Oh, das war das falsche Safe. Den da hätte ich gerne nochmal. Ich kann sie leider auch wahrscheinlich nicht nochmal ablenken, oder? Doch, ich konnte sie lang genug ablenken, um mich hier heilen zu können. Ich dürfte sogar gar nicht mal in ihren Blickwinkel kommen, ne? Das ist gut.
So, Quick Save. Es ist echt die Frage, wie mache ich es mit denen? Wenn ich dort ein Signal hinwerfe, könnte ich wenigstens die beiden ablenken. Und ihn hier. Ups. Nein! Mich ständig runterschmeißen. Das ist nicht gut. Uff. Ja, das ist hier so eine Sache, ey. Die haben das tatsächlich nicht mitgekriegt, dass ich ihn gerade runtergeschmissen habe. Wow. Kann ich einfach ins nächste Gebiet rennen, ohne dass sie mich verfolgen? Nein. Wie lange hebt das? Gucken wir mal kurz, wie lange es hebt. Nicht sonderlich lang. An den beiden würde ich irgendwie vorbeikommen, wenn ich schnell genug werfe. Dann sofort lossprinte. Okay. So. War zwar wieder nicht wirklich perfekt, aber es war besser als sonst. So, die beiden kann ich echt ignorieren. Ich bin komme nämlich nie in ihren Blickwinkel. Und jetzt bin ich wenigstens voll aufgetankt fürs nächste Gebiet. Und ich glaube echt, ich lasse meine Schicht kaputt gehen, meine aktuelle. Und tu mit den beiden Steinen, die ich habe, dann die nächste Schicht aktivieren. Hm. Das haben sie alle gehört und sind jetzt unglaublich aggro. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich hier die Eier dezimiere. Solange es möglich ist. Also erstmal ihn hier mitnehmen. Jetzt auf den Eiern, die da liegen. Oh.
Genau. Ja, das war ein Kamikaze. Und jetzt habe ich gar keine Rüstung mehr. Okay. Ich brauche 100 Energy Ore, um das, die erste Schicht zu reparieren. Nee, das läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Die zweite Möglichkeit wäre halt wirklich durchschleichen. Weil wir haben nur hier einen, wir haben eigentlich nur einzelne Wächter. Oh, der hat mich jetzt gehört, der hat mich gesehen. Ah. Das Problem ist, ich kann auch nicht einfach irgendwo runterjumpen. Es gibt keinen Jump-Befehl. Ach du meine Güte. Da wäre ein Heilkristall, da sind. Da wäre noch eine. Noch ein Splitter zum Reparieren. Ich muss mich da durchkämpfen. Schleichen bringt absolut nichts. So. So. Das wird nie nicht reichen, um das hier vollständig zu reparieren. Nein, ich bräuchte noch mal 20. Ich habe aber wenigstens schon mal die Truppe aus dem Weg geräumt. Da unten sind noch mal ganze Menge Hatchlinge und so ein Viech. Naja, ich könnte die und den Krabbler töten. Grüne sind ja von Natur aus Spucker, oder? Nee, halt, Grüne sind Nahkämpfer. Genau, Grüne sind Nahkämpfer. So, grün, tot. Noch ein Schildteil. Ich bräuchte mehr Energie. Also blaue Teile.
Oh, das könnte lustig werden. Ich dachte, es könnte lustig werden. Hey, ihr da. Ich habe eine Überraschung für euch. Genau. Viel Spaß. Und boing. Ups. Da bin ich wieder irgendwo durchgeglitscht. Ha. Ich könnte einfach hier hochrennen. Damit pisse ich die an. Ich könnte die anpissen. Ich könnte hier erstmal in Deckung gehen. So, genau. Oder was könnte ich noch machen? Die stehen halt so günstig. Ich könnte, glaube ich, zwei oder drei von ihnen runterbomben, indem ich da oben hin feuere. Also einen habe ich erwischt. Nein, so ist das schlecht. So. So, hatchen wir die mal. Ah, jetzt gehen alle auf mich los. Das ist auch nicht so schön. Das war auch nichts. Das war jetzt eine super Aktion von mir. Ja, aber erstmal. Abschluss, Logbuch, Eintrag Nummer 11, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam, Forcer, hat es geschafft, aus dem der Bredouille herauszukommen und in eine neue hineinzugeraten. Er steht nun zwischen einem Pack von Piraten und diesen insektenartigen Aliens und versucht nun verzweifelt, diese beiden Gruppen gegeneinander aufzuspielen. Wünschen wir ihm Glück. Kirkbeard, Ende.